Warum? Weil was nämlich ein guter Telefonakquise-Agent kann, ja, ist zum Beispiel herauszufinden, wer die Person war, die auf der Webseite ist, war, aber seine Kontaktdaten nicht hinterlassen hat. Ja, über Recherche zum Beispiel. Ja, das sind also extremst gute Recherche-Skills, die hier vonnöten sind, ja. Die, sagen wir mal, in dem Sinne, so ein Marketer, der sich jetzt mit Facebook oder Google Ads oder Suchmaschinenoptimierung oder sowas befasst, letztendlich ja gar nicht so, vielleicht das gar nicht sein Skill ist. Ein Sales-Spezialist, der hat ganz andere Dinge zu tun. Der muss Angebote schreiben, der muss Präsentationen vorbereiten, vielleicht irgendwelche Vorträge etc. Der hat für sowas überhaupt keine Zeit. Das heißt, du musst hier quasi Spezialisten ausbilden, die quasi nur diesen Part hier übernehmen, ja, intern, extern, egal. Und dann kannst du hier eine ganze Menge mehr abgreifen. Jetzt bei dem Beispiel zum Beispiel, was an Interessenten oder Besucher auf deine Webseite kommen, auch diejenigen, die jetzt ihre Kontaktdaten nicht hinterlassen. So, ich hoffe, das hat dir irgendwie weitergeholfen und da habe ich jetzt natürlich einiges in der Dark gelassen. Ne? Ich habe dir nicht alles erzählt. Also deswegen, ich mache diese YouTube-Videos hier oder wo auch immer ich dann die Videos poste, auf Facebook, auf LinkedIn oder TikTok oder sonst irgendwo. Ja, die mache ich ja nicht zum Spaß, sondern ich mache die natürlich, um für mich selber Kunden zu gewinnen. Ja? Also es ist nicht sozusagen, ich mache nicht YouTube-Videos aus reiner Lust und Laune. Ne? Und irgendwann habe ich dann 50.000 Follower und keinen einzigen Kunden über YouTube gewonnen. Sorry. Und bin dann super deprimiert oder sowas. Nee, das mache ich natürlich nicht. Also bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein. Happy Hunting, bye bye.